Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Heute sind wir auf dem Weg zum RFZ, auch genannt Rückenzentrum Regensburg, um das Krafttraining durchzuziehen, was normal in diesen Zeiten nicht möglich ist. Daher schon mal ein fettes Dankeschön an das RFZ. Ich bin unterwegs mit meiner Mama, die gerade bei der Kamera ist. Dann nehme ich euch mal mit und zeige euch, was ich so für Übungen mache. Und da ziehen wir jetzt mal hin und dann schauen wir mal, was heute noch abgeht. Auch schon los. So früh aufstehen ist natürlich nichts für mich, aber muss ich ja akzeptieren. Ne? Wie lange? Das Wichtigste ist natürlich, dass ich so aufwärme. Das haben wir nicht vergessen. Heute steht Ganzkörpertraining an. Das ist der Plan. Dehnen ist wichtig. Hier Reini getroffen, meiner alten Fußballtrainer. Jawohl. Damals, als ich noch Fußballprofi werden wollte. So wie Remco, ne? Nein. Ihr wisst Bescheid. Wow. Genau, der trainiert hier auch. Zieht schön durch. Es ist schön, immer wieder einen Jugendspieler zu treffen. Der wo auch einen Sportart macht und da wo einen riesen Erfolg hat. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden sehe. Meiner früheren Mannschaft noch, das ist einfach toll, super. Und ich wünsche ihm und seinem Bruder frohe Weihnachten, guten Rutsch und cool bleiben. Und gewinnen wir mal bitte die Tour de France. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Nee? Okay. Tor! Super! So, fertig umgeziegelt. Jetzt wird losgeradelt nach Hause. Also in Sachen Auto, Rad einladen, nehmt mich bitte nicht als Vorbild, danke. Das endet nämlich nicht gut. Bevor ihr euch fragt, wie das Auto nach Hause kommt, heutzutage kann man ja teleportieren. Ne, die Birgit, die Mutti bringt es nach Hause. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder fahre ich die kurze Strecke oder die lange Strecke. Die kurze ist 20, die lange ist 40. Das Wetter scheint zu halten. Deswegen habe ich mich entschieden, ich fahre jetzt vorübergehend erstmal die lange. Es gibt natürlich keine Umdrehmöglichkeit, weil ich an der Donau lang fahre. Da wird es natürlich viel nasser sein, aber Musche akzeptiere. Deswegen gehe ich jetzt attackiere. Es gibt Sachen, die in Regensburg ab, das sind definitiv Ampeln, ey. Ich sitze und ich stehe jetzt 7 Minuten an einer Ampel, ey. Ich habe natürlich wieder die Strecke mit dem meisten Gegenwind rausgesucht. Schöne Aussicht. Part 2. Ich habe es erahnt, es regnet, aber ich kann nicht mehr umdrehen, Pech gehabt, ne? Muss mal ein bisschen Regen trainieren, das ist das Problem, wenn man an der Donau lang zieht. Da vorne, da schifft es richtig, das sehe ich von hier, jetzt schifft es komplett, scheiße, ach man, nicht die besten Voraussetzungen, ne?
Oh Gott, hier schifft komplett. Klassiker, ne? Klassiker. Wir fühlen uns jetzt schon auf dem Heimweg. Sind bestimmt noch 13, 14 Kilometer. Ich freue mich jetzt schon auf die warme Dusche. Komischerweise ist es immer so, dass es kurz vor zu Hause fast trocken ist und es nicht mehr regnet. Glaub mich nicht, dass ich nass geworden bin zu Hause. Kommando zurück. Es hat wieder angefangen zu regnen. Aber nicht mehr weit nach Hause, 3 Kilometer noch. Übrigens, falls sich die Sonne mal angesprochen fühlt, wir hatten hier seit über 3 Wochen keine Sonne mehr zu sehen bei uns zu Hause. Also kannst gerne rauskommen. Mit dem Shake beende ich jetzt das Video. Wichtig an solchen Regentagen ist natürlich schnell duschen und die Recovery nicht zu vergessen. Ich hoffe, euch hat der spontane Vlog gefallen. Wenn ja, lasst mal wieder einen Daumen oben da und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao.